Hallihallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf diesem Kanal. Um genau zu sein, zu einem Shopping Haul. Ich habe nämlich einige neue Sachen gekauft und die wollte ich euch gerne alle mal ein bisschen zeigen, weil Geld ausgeben macht nicht so viel Spaß, wenn man das nicht mit irgendjemandem teilt und zeigt, für was man sein Geld ausgegeben hat. Und genau deshalb machen wir das heute. Ich möchte mich auch noch ganz kurz entschuldigen, dass jetzt für den Wochenabschluss 2 kein Video gekommen ist. Ich weiß, da haben einige drauf gewartet und es tut mir wirklich leid, dass ich das nicht geschafft habe. Das Problem war einfach, ich war circa 3 Tage zu spät mit dem Videofilm dran und dann sind einfach auch schon Kosten aufgekommen aus der Woche 3 und das wäre einfach zu viel hin und her gewesen und dann dachte ich, gut, wenn sich da jetzt sowieso schon so viel überschnitten hat, dann mache ich den Wochenabschluss 2 und 3 zusammen. Deshalb nächstes Video, Wochenabschluss 2 und 3 zusammen, kommt circa Freitag, Samstag online. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, so sieht der Plan aus. Ich höre nicht mit Wochenabschlüssen auf, ich höre auch nicht mit Budgeting-Videos auf. Das macht mir zu sehr Spaß, als dass ich jetzt damit aufhören würde. Und genau. Dann würde ich sagen, starten wir mit unserem Haul. Ich überlege gerade, in welcher Reihenfolge ich euch die Sachen zeigen soll. Aber ich glaube, ich mache das mal so in der Reihenfolge, wie ich das alles auch gekauft habe. Gut, dann fangen wir mal damit an. Und zwar mit diesen hübschen 3 Designblöcken, die ich bei Teddy gekauft habe. Ihr habt bestimmt alle, die meinen Kanal gucken, mit Sicherheit auch die Wamibo hier auf YouTube. Und sie hat gerade ein Video hochgeladen, wo sie alle ihre Umschläge, ihre, wie heißen diese Dinger? Diese Geldumschläge, wo sie die halt schön gestaltet hat. Und bedeutet immer so ein schönes Designblatt nach vorne reingelegt hat, damit halt das Geld nicht immer durchguckt und damit es einfach schöner aussieht. Und das wollte ich ja auch schon ewig machen, also wirklich. Aber ja, ihr Video hat jetzt nochmal so einen Kick gegeben, so diesen Anstoß, dass man sich das jetzt auch mal vornimmt. Und genau, weil ich kein Schneidebrett zu Hause habe, wie die meisten, habe ich halt dieses kleine Format hier geholt. Wie ihr seht, hat jeder Block 2 € gekostet. Und ich würde sagen, wir legen mal mit dem los. Also das ist ein 40-Blatt mit 5x8 Motiven. Und das Format hier ist 11,4x16,5. Und bevor ich euch jetzt mal die Blätter zeige, ihr seht hier, das ist schon das erste. Wenn ich hier, das sind jetzt die Umschläge, die ich am meisten benutze. Ihr seht, das Format ist eigentlich schon fast perfekt. Also von der Breite passt das perfekt. Da muss ich gar nichts mehr zuschneiden. Ich muss nur noch oben den Rand kürzen und dann ist es eigentlich schon fertig. Und dadurch, dass ich keine Schneidemaschine habe, ist das natürlich sehr praktisch für mich, weil ich dann nur einen Schnitt mit der Schere hier machen muss. Genau, aber ich zeige euch jetzt mal die Blätter. Das hier ist in so einem richtig schönen Galaxy-Design, aber auch mit so goldenen Blättern so zwischendrin. Könnt ihr mal durchblättern. Also hier sind dann halt immer mehrere von dem. Finde ich richtig schön. Dann diese Galaxy Designs finde ich auch schön. Das ist jetzt nicht so arg, aber das sieht cool aus. Das sieht auch mega cool aus. Ich liebe ja Gold. Das sieht Bombe aus. Boah, dieses hellblau, lila sieht voll schön aus. Dann das ist auch ein cooles Papier. Und hier, das hier. Das habe ich mir super in Kombination mit meinem Sinking Fund 1 Binder vorgestellt. Wenn ich so, guck mal. Wenn ich so diese hellrosanen Milchstraße, keine Ahnung, Milchshake-Straße, was weiß ich, da reinpacke. Also ich habe das geplant, da reinzumachen, mit dem in Kombination. Und keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob diese goldenen so gut dazu passen, gucke ich mir dann an. Also das, wenn ich die dann, diese Umschläge gestalte, dann nehme ich euch ganz natürlich mit. Also da brauchen wir gar nicht darüber zu reden. Ich werde das dann auf jeden Fall filmen und genau, bin dann gespannt, was ihr dazu sagt. Und ihr seht ja dann auch den Prozess. Genau, jedenfalls war das der Block. Dann hätten wir den Block noch. Den finde ich von allen dreien ehrlich gesagt am unschönsten, weil der halt so viel dunkles Blumenpapier drin hat. Aber die goldenen sind hier brutal schön. Also fangen wir mal von hinten an.
Das hier ist so weiß mit goldener Beschriftung, finde ich ganz schön. Dann haben wir hier so rosa Blümchen, die sind auch noch ganz nett, aber treffen schon nicht so meinen Geschmack. Das sieht auch cool aus. Ich denke, das ist auch einfach ein cooler Standard-Hintergrund. Dann das hier gefällt mir schon mal überhaupt nicht. Das hier finde ich mega. Guckt euch das mal an. Das sieht so cool aus mit diesem, keine Ahnung, wie so Pfeilfedern, was weiß ich, wie hinten die Federspitze bei so einem Pfeil irgendwie. Ja, das ist ganz süß, ganz nett. Nichts Besonderes. Das ist auch der Hammer. Also hier in diesem Block haben mich wirklich die goldenen Blätter überzeugt. Ja, und hier kommen die dunkelblauen. Hier habe ich schon mal so eins rausgerissen, um das mal so ein bisschen zu testen. Ja, wie gesagt, das finde ich jetzt nicht ganz so schön, aber die goldenen hier drin finde ich super. Und für 2 Euro kann man echt nichts sagen. Habe ich mir noch den geholt. Den finde ich auch super schön. Hier sind so ganz viele rosa Rosen und ja, so rosa Papier mit Spitzenbordüre, sage ich mal. Das hier sieht ganz cool aus. Hier dieses Rosa mit wie so eine Spitzenbordüre, wie bei so einem schönen BH, einem Dessous, keine Ahnung, finde ich voll toll. Das finde ich auch mega. Das habe ich schon gedacht, das kommt safe bei meinem Urlaubs-Sinking-Fund-Ordner, weil Federn, das sieht doch nach Urlaub Hawaii irgendwie aus, keine Ahnung. Ja. Beziehungsweise sind das Federn oder sind das irgendwie so dünne Palmenblätter? Eins von beiden wird sein. Ja, dann hier nochmal sowas mit der Spitzenbordüre. Dann hier sowas, sieht auch voll urlaubsmäßig aus, voll cool. Dann so Rosen, auch ganz nett. Das hier ist auch ganz cool. Ja, und das ist auch ganz nett. War es das schon? Ja. Genau, das war mein Teddy-Einkauf. Ich habe insgesamt 8 Euro ausgegeben, weil ich noch 2 Paar Servietten gekauft habe. Aber ansonsten, die 3 Blöcke waren insgesamt für 6 Euro. Genau, dann machen wir weiter. Was kam als nächstes? Ja, jetzt weiß ich es wieder. Als nächstes habe ich mir etwas Neues bei eBay Kleinanzeigen geschossen. Und wer meinen Kanal regelmäßig verfolgt, wird ja dieses schöne Ding kennen. Das ist ja mein Moterm Budget Planner, mein Budget Binder. Ja, und jetzt ratet mal, was ich Schönes bei eBay Kleinanzeigen gefunden habe. Ja, noch ein Moterm. Und wir packen den jetzt mal gemeinsam aus. So wird es immer geliefert in der Box und auch in so einem Staubsäckchen. Und ich verstecke mal das da drunter hier. Und ihr nicht direkt wisst, was es ist. Aber jetzt kommt der große Reveal. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ta-ta-ta-ta! Ist das nicht süß? Ein Mini-Moterm in A7-Format, aber das ist ein Mini. Sieht das nicht süß aus? Ey Leute, ich bin gestorben, als ich das gesehen habe. Das ist einfach, das ist die Mama und das ist das Kind. Nee, also mein Freund und ich haben echt einen ganz dreckigen Witz gemacht. Den kann man hier eigentlich gar nicht erzählen. Nee, mache ich jetzt auch nicht. Ja, jedenfalls habe ich jetzt einfach exakt denselben nochmal, aber in A7-Format. Und genau, den gab es auf eBay Kleinanzeigen. Moterm wird ja eigentlich, glaube ich, hauptsächlich über AliExpress verkauft. Oder AliExpress ist wie ein offizieller Händler, aber ich vertraue AliExpress nicht. Ich habe da noch nie bestellt und habe auch schon von nicht so guten, also es sind schon mal Sachen nicht angekommen oder betrügerische Sachen dort gewesen. Deshalb vertraue ich der Seite nicht und bestelle dort nicht, aber eBay Kleinanzeigen. Also da hat man ja auch den Käuferschutz und alles. Und der war auch niegelnagelneu, unbenutzt. Und ja, sieht von innen so aus. Ist halt wie gesagt ein A7, hat dann diese 6 Ringe hier durchgehend. Und es ist halt echt, wenn ihr mal jetzt meine Hände anguckt, das ist eigentlich schon so ein bisschen so Portemonnaie-Format. Und ich würde den auch sehr gerne als Portemonnaie benutzen, weil er hat hier die Kartenfächer. Und hier ist noch so ein Trenner mitgeliefert worden. Genau. Und der hat auch noch mal 3 Kartenfächer. Können wir hier mal zusammen reinmachen. So. Genau. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, dass ich
das auf jeden Fall als Portemonnaie benutze. Hier hat man ja auch nochmal so einen Reißverschluss, bedeutet, ich hätte hier sogar noch ein Münzfach und es geht auch voll weit auf, also das ist voll gut. Ich hätte hier sogar endlich mal Platz für meinen Fahrzeugschein. Den kann ich dann hier easy reinmachen oder hier. Weil bei meinen Portemonnaies war jetzt immer das Problem, dass ich keinen Platz für meinen Fahrzeugschein hatte. Ich könnte den auch notgedrungen hier reinmachen. Und genau hier habe ich insgesamt dann 7 Kartenfächer, was für mich auch absolut ausreicht. Und wenn nicht, hätte ich hier ja, wie gesagt, noch Platz. Und genau, das ist jetzt halt mein neues Schätzchen. Ich hoffe, er gefällt euch auch so gut wie mir. Bezahlt habe ich für den, oh, Leute, lasst mich nicht lügen, ja, 40 Euro. Also ich habe genau 40 Euro inklusive Versand für den bezahlt. Der Versand ging hier, war bestimmt nochmal 5 Euro oder so. Bedeutet, ich habe sozusagen 35 Euro plus 5 Euro Versand gezahlt, 40 Euro. Das finde ich ist ein sehr guter Preis für einen unbenutzten und das ist ja auch echtes Leder und es, die Qualität ist absolut der Hammer und ich finde es wunderschön. Und ich habe jetzt, ach Leute, ihr wisst ja, ich liebe alles, was passend ist und das passt doch wie Arsch auf Eimer. Also, keine Ahnung, ich bin verliebt, ich bin in dieses kleine Mini-Ding noch verliebter als in meinen Propper. Also mein Propper ist ja mir stets treu. Ich liebe ihn und es, ich liebe ihn. Aber das, Leute, große, große Liebe. Ja, und was braucht man, wenn man sich so ein Mini-Motherm bestellt? Genau. Wer jetzt noch nicht drauf gekommen ist, ich sag's euch. Man braucht A7 Einlegeblätter. Also was heißt Einlegeblätter? Diese Geldhüllen. Ja, und Leute, jetzt sucht mal auf Amazon nach sowas. Denkt ihr, ihr findet welche? Ihr findet keine. Also das ist unglaublich. Amazon hat alles und Amazon hat aber keine A7 Format Budgethüllen. Mein Gott, diese Geldumschläge. Ich komme gerade überhaupt nicht auf das Wort, ob das überhaupt das Richtige ist, was ich die ganze Zeit benutze. Budget, Geld, Hüllen, PVC auf jeden Fall. Ja, danach habe ich bei Etsy dann nach solchen PVC-Hüllen Ausschau gehalten und da findet ihr welche. Aber Leute, die sind extrem überteuert. Also die werden privat halt verkauft und für 10 Hüllen wollen die dann 15 Euro, was ich halt echt für etwas, was in der Produktion 1 Cent kostet oder 2 Cent allerhöchstens, 15 Euro für 10 Stück, also das ist abartig. Deshalb habe ich das nicht gemacht. Ich habe dann nochmal auf Amazon gestöbert und habe etwas anderes gefunden, was diese Hüllen glücklicherweise hatte, was mich dann zu einer Amazon-Bestellung verleitet hat, die aber sowieso fällig war. Ich zeige euch jetzt mal das Erste, was ich da bestellt habe. Und das ist noch ein A7-Binder. Ist der nicht süß? Und Leute, jetzt guck mal, ne? Der ist hier mit Gänseblümchen. Und wenn wir jetzt mal meine Nägel angucken, also das ist ja mal der Witz, oder? Ja, ich habe hier gerade auch Gänseblümchen auf meinen Nägeln. Und ja, ich finde den ehrlich gesagt auch total schön. Leute, wisst ihr, was ich dafür bezahlt habe? Das Ding hier, das war so Hammer. Es ist einmal das Ding gekommen. Dann wurde hier der Kuli auch noch mitgeliefert. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ja, ich habe die jetzt nicht alle hier drin, aber guckt mal, wie viele Hüllen da auch mitgekommen sind. Ich glaube, das sind 12, 14 Stück. Also okay, da muss ich sagen, die Hälfte der Hüllen sind total schön gerade. Die liegen auch alle hier drin, die so schön gerade sind. Und die andere Hälfte der Hüllen, die haben den Kuli genommen und dann hier so eingewickelt. Und ich dachte so, Leute, ist das euer Ernst? Und ich versuche die jetzt schon die ganze Zeit wieder platt zu kriegen, indem ich da Bücher drauf stapel. Aber das klappt momentan einfach nicht so gut. Ja, aber jedenfalls war das der Lieferumfang. Ihr bekommt hier, boah, hier sind so viele von diesen Hüllen, unglaublich. Moment mal, ich bin gerade ein bisschen überfordert. So. Man bekommt so viele Hüllen hier. Also wie gesagt, ich glaube, das sind 14 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Bestimmt ist hier noch irgendwo eine 14., die ich aber gerade verlegt habe oder nicht sehe.
Jedenfalls okay. 13 sind auch nicht schlecht. Genau. 13 davon. Dann bekommt ihr halt noch diesen süßen A7-Binder. Also der ist halt wirklich nur, es ist nur diese Plastikhülle mit... mir fehlen heute die Wörter. Auf jeden Fall mit diesem Clipser hier. Der ist halt ein bisschen, ne, hart. Könnte mir vorstellen, dass der relativ schnell kaputt geht. Aber ja gut, komm. Ich finde, das sieht so süß aus. Hier ist so ein kleiner Druckknopf. Und finde ich voll cool. Dann sind dann auch hier noch solche Sticker mitgeliefert worden, die ihr halt beschriften könnt und dann hier auf die Geldumschläge kleben könnt. Dann, oh, ich habe den 14. gefunden, der lag da vorne rechts irgendwie. Dann wird hier auch noch so ein kleines Ding mit Papier geliefert, was extra hierauf zugeschnitten ist. Und das ist auch voll cool, weil man hat hier Datum und dann Inhalt und dann, also was heißt, was Geldinhalt angeht. Und dann kann man hier eintragen, ob man Cash oder mit Card gezahlt hat. Und Income Outlay, also dieses Layout von diesem Papier ist richtig gut, wenn ihr mich fragt. Das kann man mit so einem Budgetieren richtig gut verwenden. Muss ich mir mal überlegen, was ich daraus mache. Ja, jedenfalls, dann ist der Kuli noch dabei gewesen. Und für dieses ganze Konvolut, Leute, habe ich 14 Euro bezahlt auf Amazon. Das ist absoluter Spottpreis. Ich hätte bei Etsy nur 15 Euro für diese Umschläge und sogar weniger bezahlt. Und ich habe für 14 Euro einfach jetzt auch noch diesen süßen kleinen A7-Binder bekommen. Dieses Papier hier, den Kuli, der eigentlich echt gut schreibt. Also, ne, sieht auch ganz nett aus mit diesem, so ein Swarovski-Kuli-mäßig halt, so ein Fake. Und diese Sticker, also ich bin absolut hin und weg. Ich bin aus dem Häuschen. Genau. Und ich habe das eigentlich nur bestellt, wie gesagt, wegen den Höhlen. Und ich habe jetzt einfach noch so einen süßen Binder. Also ich denke, ich werde dafür auf jeden Fall Verwendung finden, weil ich finde ihn einfach zu schön, um ihn nicht zu verwenden. Und ja, aber der Plan ist, als Portemonnaie den immer dabei zu haben und diese Höhlen dann halt hier rein zu machen. Und hier möchte ich dann halt immer meine variablen Ausgaben, kann man das so sagen, halt das Geld, was ich halt jeden Tag zum Ausgeben dabei haben muss, brauche für Persönliches, für Restaurant, Auswärtsessen und für Lebensmittel. Das kommt auf jeden Fall hier rein. Und vielleicht werde ich das dann auch in diesem Büchlein immer mit diesem Papier hier tracken. Das überlege ich mir mal. Aber auf jeden Fall habe ich mir das als nächstes bei Amazon bestellt. Da bin ich richtig, also wie gesagt, ich bin aus dem Häuschen. Räumen wir das mal zur Seite. Und dann habe ich noch bei Amazon bestellt für meine Videos dieses coole Teil hier. Also das ist sowas, wie viele schon haben, ne? Um quasi die Geldscheine hier reinzumachen. Das ist, also ich glaube, es gibt kürzere, aber das war jetzt ziemlich günstig. Ich glaube, das hat nur 6 Euro gekostet und das wollte ich jetzt halt in meinen Videos benutzen, um hier mein Geld drin zu stapeln, ne? Also ist nämlich irgendwie, glaube ich, schöner, wenn das alles so gestapelt steht und hier nicht immer so rumliegt wie ein Teppich. Also fand ich cool. Freue mich schon darauf, das zu benutzen. Mein letztes Teil von meinem Amazon Haul und auch generell mein letztes Teil von meinem Haul möchte ich euch jetzt nicht zu genau zeigen. Ich lasse es einmal nur durch den Bildschirm wehen, weil das für meine anstehende Verlosung ist. Denn Leute, ich weiß ja nicht, ob ihr auf meinem Kanal mal so das letzte, keine Ahnung, wann ihr den so das letzte Mal analysiert habt, aber ich bin einfach bei über 400 Abonnenten. Also ich glaube, aktueller Stand ist 428 gewesen und ich bin überwältigt, ich bin überglücklich und ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Ich möchte einfach euch, meinen Abonnenten, meinen Followern einfach jetzt schon was zurückgeben und auch was richtig Cooles deshalb und auch tendenziell etwas, was ja mehreren Leuten gefallen könnte. Deshalb, das, was ihr gerade hier kurz durchfliegen gesehen habt, das ist für einen von euch. Ich habe die Verlosung geplant, wenn ich 500 Abonnenten erreicht habe. Denn, seien wir mal realistisch, ich dachte, ich wollte die Verlosung eigentlich schon bei so 300, 400 machen,
Aber die Zahl ist dann irgendwie so rasant schnell gestiegen. Und ja, ich will euch einfach jetzt schon was zurückgeben, weil Schenken bereitet mir auch einfach Freude. Und ja, dann, meine lieben Leute, habe ich tatsächlich in diesem Haul nichts mehr zu zeigen. Es war ein kleiner, aber feiner Haul. So, ne? Ein paar Designblöcke. Das schöne Ding hier. Das coole Ding hier. Dieser coole Kuli hier. Dann das coole Teil mit den ganzen Höhlen und so weiter. Ja, und wir gucken es uns noch einmal an. Ups, jetzt habe ich es angestoßen. Alles klar, liebe Leute, ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Jetzt habt ihr ein chaotisches Endbild. Genau, lasst mir doch gerne euer Feedback zu den Sachen da und generell lasst mir einfach mal wieder einen schönen Kommentar da. Ich liebe es, eure Kommentare zu lesen und zu beantworten. Und wie schon angekündigt, sehen wir uns dann einfach bei meinem nächsten Video wieder, zu meinem Wochenabschluss 2 plus 3. Dann, meine Lieben, wünsche ich euch noch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Abend, einen schönen guten Tag oder eine schöne gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, liebe Leute!